hin. Ja, Wahnsinn! Der Elfer. Ich darf aufpassen, wenn ich du weiter. Das war ein unsympath, der Elfer da. Jeder mag ein Leute das Tor nicht schießen. Ja. So, wenn der jetzt schneller ist als unser Fünfer, oder unser Fünfer ist der. Warum sind denn die Videos von letzter Woche nicht eingestellt? So mit der Spielweise kamen einige, die sagten, für neue Vereine wollen sie nicht unbedingt das Video auf YouTube haben. Aber das ist schon komisch. Wenn der Simon immer schlecht fängt, dann werden sie immer nicht eingestellt oder zu spät eingestellt. Das hat Simon jetzt nichts zu tun. Gut, das erste Tor war seins, bei den anderen Vieren, da war er dann eher... Also da habe ich schon anderes gehört. Wer hat da was dann gesagt für andere Vereine oder so? Ja, Spieler, die auch wechseln. Wer? Oder wechseln wollen. Wer? Ja, Michi zum Beispiel. Oder wer noch? Ja... Ist jetzt egal und. Nee, ich habe mit den anderen geredet. Die sagen, sie wissen nichts davon. Die haben alle gewartet, dass die Filme eingestellt werden. Dann nimmt man den Kindern das Einzige, was sie zum Lachen haben, jetzt auch noch. Da haben sich immer schon gefreut auf deine Kommentare, wo es dem Tobias immer was andichten willst, Fehler, die gar keine Fehler sind. Und um Simon seine Fehler nichts dazu zu sagen oder anderen die Schuld zuzuschieben. Ja, es hat sich jetzt dann erledigt. Genau, jetzt habt ihr es ja geschafft, den Tobias rauszumoppen.
Beileibe nicht. Was? Thank you.
Hat er super kalten, gell? Der Tobias. Aber da sagst du ja nichts immer dann, gell? Im Moment sind mir Kommentare vergangen. Ja, ja. Das glaube ich da. Nur wenn es passt, dann weiß den passenden Kommentar, gell? Nicht grün. Nein, 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 nein. Jawohl! Mit Elan. Und der neue Sendung. Das war die 37. Minute, also nur noch 3. Oh, hast du ja doch noch Kommentare. Kaum zu glauben. Ja.
Offiziell letzte Spielminute war das. Na, Stadionsprecher, Nummer 7:3. Und der weitere Tor vom SV Wacker Macau, die erhöht auf 7:3. Das war das letzte Auswärtsspiel.